Wir müssen mal drauf achten, dass der Rücke. Zwei Fauber. Deck mich am Arsch. Das ist die Hölle. So Leute, da wir jetzt so viel Oberkörper trainiert haben und gezeigt haben, machen wir heute mal ein Beintraining. Das Ganze wieder im alten HIIT-System. Ich habe wieder geswitcht. Und das heißt größtenteils zwei Übungen, beziehungsweise zwei Sätze pro Übung. Und das Ganze mit einem Satz möglichst schwerem Gewicht, einem Backoff-Satz. Und Patrick zeigt beim Beinstrecker noch eine FSC-7-Ausführung. Was es genau ist, seht ihr dann im Verlauf des Trainings noch. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ja, erste Übung Adduktoren, vor allem wenn ihr auf der Bühne steht, für die Fülle der Beine, also dass quasi die Beine hier im inneren Bereich voll sind, wenn ihr frontal auf der Bühne steht, dass ihr eine schöne Fülle aufbaut. Genau, und jetzt erstmal im klassischen HIIT-Training ein, zwei Aufwärmsätze und dann geht es dann los mit dem schweren Gewicht. Vielleicht noch ein Tipp von mir, wenn ihr Beintraining mit der Maschine anfängt, beziehungsweise in Adduktoren. Der Vorteil ist davon, dass ihr die Hüfte quasi aufmacht. Also wenn ihr jetzt Squats macht nachher oder so, oder Hackenschub oder sonst was. Ihr kommt tiefer runter, weil die Muskeln hier mehr ausgedehnt sind. Die sind mehr gedehnt halt. Da könnt ihr einfach die Hip-Mobilität ein bisschen ausweiten, verbessern und mit Squats tiefer runterkommen und mehr die Brust belasten. Also das eigentlich hat viele Vorteile. Das ist die Fühler, was er meinte vom Bein, ist auch super Sache. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Also was möchtest du den Leuten mitteilen? Also niemals schämen für Aschwasser. Also Aschwasser. Scheiße, warte nochmal. Aschwasser ist ein Zeichen von Fleiß. Aschwasser musst du dir verdienen, vor allem im Winter. Im Sommer kein Problem, hat jeder Aschwasser. Schützt aber das Aschwasser, Herr. Genau. Es ist nichts Schlimmes, glaub mir. Also erstmal nochmal aufwärmen. Ja, bevor da was reißt, dann lass mal lieber einmal aufwärmen. Ich mach immer so zwei Aufwärmsätze, kommt ganz gut klar. Also ganz wichtig bei der Übung, beim Beinbeuger liegend, nicht nur bei der Übung, aber bei allen Übungen. Ihr müsst darauf achten, dass der Drehpunkt hier ist da, wo die Gelenke sind. Sprich, wenn ich jetzt hier bei der Übung drauf liege, bei dem Druck, dass die Knie sich möglichst mit dem Drehpunkt überschneiden. Also wenn ich jetzt zu weit vorne bin, ist das nicht gut. Oder zu weit hin, weiß ich nachher. Weil ich, wenn ich jetzt zu weit unten oder oben bin, verschiebt sich nachher das Ding auf meinem Unterschenkel. Klar, wenn ihr zu klein oder zu groß seid, dann ist das so. Dann müsst ihr gucken. Aber im besten Fall wäre, wenn das wirklich sich so mit der Achse vom Knie oder vom allgemeinen Gelenken überschneidet. Ne? Halbzeit, vier noch. Also, wir gehen jetzt an Beinstrecker. Zeigt Patrick die FST-7-Ausführung.
Was ist das? Bin ich mal gespannt. Genau, das sehen wir jetzt, was es ist. Das sage ich dir gleich. Wir machen jetzt die FST-7-Technik. Das ist die Technik von dem Trainer von Sibam oder von dem jetzt regierenden Mr. Olympia in Open Heavyweight. Hadi Chupan. Hadi Chupan, genau. Es geht im Prinzip so. FST-7, die 7 steht für 7 Sätze. Also wir machen jetzt 7 Sätze. Normalerweise machen wir 7 Wiederholungen. Aber da wir auf Hypertrophie gehen wollen, gehen wir zwischen 10 und 15 Wiederholungen. Sprich, der erste Satz ist 15 Wiederholungen. Da gehen wir mit Gewicht ein bisschen runter, machen eine ganz kurze Pause, maximal ja, so 40 Sekunden und machen den nächsten Satz. Mal wieder 40 Sekunden Pause, nächster Satz. Sprich, Jan macht seinen Satz, dann macht Giese meinen Satz, direkt dahinter macht er seinen Satz. Also wir wechseln uns die ganze Zeit nur ab. Und das machen wir 7 Sätze lang. Das Gewicht wird konstant gedroppt, immer so ein Schritt, maximal 2 Schritte. Und wenn wir jetzt mit der Übung fertig sind, stehen wir auf den Beinen und spannen die Muskeln mal an, dass ihr schon ein bisschen Blut mehr reinpumpt als nur bei der Übung. Also ich mache zum Beispiel 15 Wiederholungen, dann wechseln wir uns, macht Jan 15 Wiederholungen, dann wieder ich. Und zwischendurch stehen wir hier und spannen nochmal die Beine an, dass da schön Blut reinkommt. So, ich fange mal an, würde ich mal sagen. Ja. Aber erstmal noch aufwärmen. Weil die Beine sind noch kalt. Genau, Beinstrecker haben wir noch nicht gemacht. Der ist noch kalt quasi. Bis jetzt haben wir Beuger und Adduktoren gemacht. Ja. Deswegen den jetzt nochmal aufwärmen. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's what I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Und ganz wichtig, hier bei dem Beuger immer auf die Achse achten, dass die mit den Knien übereinstimmt. Das ist das Wichtigste hier. I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. Leck mich am Arsch. Das ist die Hölle. Oh. 9. Jetzt wachsen die Beine, Jan. 10. 1. 2. Und geht jetzt in 3, komm. 1. 2. Komm, einer. Ja. Ja. Fuck, Junge. Ja, so bei den letzten Wiederholungen musste ich mal fast kotzen, Alter. Ja, Beinstrecker. Oh. Keine Schauspielerei oder so. Das ist einfach 7 Sätze ohne richtige Pause. Vor allem bei der Übung noch. Ey, das ist schlimm. Komm, letzter Satz, ja. Letzter Satz, komm. Okay. Eins. Komm, zwei. Komm. Letzter. Ja, Mann. Oh.
Mach das nicht nach, ne? Das war's schon? Das war aufhören. Was ich mega effektiv finde für den Glut, also es ist heute nicht dran, aber wenn du halt hier... Bist du einbeinig. Genau, ein bisschen hoch, so. Einbeinig, so runter, also ganz runter. Halt mit beiden Seiten. Und dann danach Hip Thrust machst. Das ballert richtig, Alter. Was haust du jetzt drauf im Karten? Alles. Alles. So. Oha, richtig tief, jawohl. Schön. Zwei, sauber, perfekt, jetzt wachsen die Beine, Alter, krass. Komm, der vierte. Ja, sauber. Hast du gleich, komm. Sechs, mindestens zwei noch. Gib nicht auf, ja, komm. Sieben, ja, komm. Ja. Einer geht noch. Ja. Sauber. Acht ganze, zwei halbe. Jawohl, schön. Alter. Komm, weiter. Was für Kraft, komm. Ja, schön. Jawohl. Einer geht noch, komm. Ja, drück. Alles gut. Ich hab nicht geholfen. Ich mach's weiter. Das sagst du sonst ja schon immer, da muss halt richtig schön sein. Deswegen, sonst habe ich die Übung halt auf 3-4 Sätze gemacht. 12 bis 15 Wiederholung. Das hat mich ausdauertechnisch immer komplett gefickt. Dann noch dieses Gewicht hin und her schleppen. Ich war komplett fertig, ey. Das ist das Schlimmste mit dem Gewicht. Ja. Du brauchst einen Goblin, das alles für dich so immer einstellt und so. Du sagst hier, eine Socke, zwei Platten drauf. Zwei Platten, ne? Ja. Everyone wrong, I won't stop till the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can never douse, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, I slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't. Just tell me that I can. 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 Ihr müsst mal darauf achten, dass der Rücken immer dran bleibt. Oder die Hüfte besser gesagt. Ja, du hebst ein bisschen ab, ja, aber ist nicht schlimm. Komm. Ja, dein noch. Ja, genau, explosiv nach oben. Langsam runter, explosiv. Ja. Komm. Ja, schön. Die letzten zwei, komm. Noch einer, komm. Geht nichts. Tja. Boah, ich muss noch einmal, ne? Scheiße. Also, brutales Beintraining. Brutal. Das Schlimme ist, die machen die schlimmste Übung, die wirklich allerschlimmste Übung zum Schluss, weil wir so schlau sind. Beinstrecker auf 7 Sätze machen, so. Das muss man auch rechtfertigen, die Kollegen da. Anything negative, 'cause I just wanna hear it out your mouth, yeah.
Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase that? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things. Hatten wir schon mal, ne? Was ist denn da? So Leute. Vernünftiges Intro sparen wir uns heute mal. Ihr habt gesehen, worum es geht. Outro. Deswegen haut rein. Oh Gott, ich bin so.